herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich mit euch diese süße Einhornschokolade selber machen. Und was ihr dafür braucht, ist ganz einfach bunte Lebensmittelfarbe, Zuckerstreusel und weiße Schokolade. Und dann würde ich sagen, fangen wir auch direkt mal an. Und zwar müsst ihr zuerst die weiße Schokolade im heißen Wasserbad oder auch in der Mikrowelle zum Schmelzen bringen. Wenn die Schokolade dann geschmolzen ist, benötigt ihr noch zwei weitere Gefäße, um die Schokolade zu trennen und nach eurer Wahl einzufärben. Ich habe mich jetzt hier für Blau und Rosa entschieden, weil das Ganze in so einem Einhorn- und Regenbogendesign werden soll. Und das ist euch aber auch ganz selber überlassen, welche Farben ihr noch hinzufügt. Und ja, ich habe das Ganze dann mit einem Löffel eingerührt und wie ihr seht, hat das Ganze auch ganz gut funktioniert. Das Ganze habe ich auch nochmal mit der roten Lebensmittelfarbe wiederholt und auch hier habe ich eine richtig schöne rosane Schokolade hinbekommen. Als nächstes benötigt ihr ein Stück Backpapier, auf welches wir die Schokolade dann verteilen. Wie ihr seht, habe ich hier erstmal einen großen Klecks von der rosanen Schokolade auf dem Backpapier verteilt und im Anschluss die blaue Schokolade daneben verstrichen. Und das Ganze habe ich dann ineinander verteilt, sodass wirklich so eine schöne Regenbogen-Einhornschokolade entsteht. Da seid ihr wirklich ganz individuell gestaltet. Ihr könnt das so machen, wie es euch am besten gefällt. Und ja, so war mein Endergebnis. Und danach braucht ihr noch die Schokostreusel oder Glitzerstreusel, alles was ihr zu Hause finden könnt. Ich habe mich jetzt hier für grüne und rosane Streusel entschieden. Und ich finde, das passt einfach am besten zu dieser ganzen Schokolade. Ja, dann muss die Schokolade erstmal für ein paar Stunden wieder hart werden und trocknen. Und ja, ich habe jetzt ganze 2 bis 3 Stunden gebraucht, bis die Schokolade wirklich richtig fest war. Und dann habe ich die Schokolade in so kleine Stücke gebrochen. Ich wollte sie jetzt nicht gerade schneiden, sondern habe sie in kleine Stücke gebrochen. Ich finde, das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Und wie ihr seht, habe ich noch ein bisschen grünen Glitzer drüber gemacht, damit das Ganze noch ein bisschen mehr nach Regenbogen und Einhorn aussieht. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und lasst mir gerne euer Feedback in den Kommentaren da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!